Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich dachte mir so, wen spielst du jetzt? Wen hast du schon lange nicht mehr gespielt? Dann ist mir mal aufgefallen, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, wie es hier auf dieser Map funktionieren wird. Ich bin doch ein wenig gespannt. Hier hätte ich mir lieber Spirit gewünscht, tatsächlich. Oh, da sehe ich jemanden. Oh, da habe ich jemanden gesehen. Ah, alles klar, seht ihr, da war jemand. Oh, das wird lustig hier. Das wird richtig... Oh mein Gott, die siehst du ja nicht. Was wollen wir wetten, dass diese... Ja, siehst du? Dass diese Claudette hier nämlich irgendwo rumpimmelt. Das war so klar. So. Komm her, meine Zuckerschnute. Ach, ich habe Erregung mit dabei. Jawohl, stimmt. Wir haben Erregung mit dabei. Und Nurse's Calling finde ich mal ganz wichtig auf Nurse. Ich glaube, da war noch jemand. Gar nicht wahr. War eine Lüge? Okay. Ich hab doch losgelassen. Oh mein Gott, Spiel. Die Fähigkeit. Ich habe mich über die Fähigkeit beschwert. Nein, das war zu kurz. Boah, ich finde es hier ganz schwer, mich zu teleportieren, ne? Ah, ich habe ja drei. Ich vergaß. Ich habe ja drei. Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? So. Dich nehmen wir auch mit. Oh, und ich packe mir in den Keller. Das finde ich ist eine hervorragende Wahl. Boah, ich muss erst mal wieder ein bisschen länger spielen. Allgemein, der Dead by Daylight wieder ein bisschen mehr war. Da hinten. Die waren doch gerade erst beide. Die waren beide doch erst da hinten. Der kann auch nicht weit sein. So, komm her. Das ist aber tückisch mit diesem Stein dort, ne? Das ist doch richtig gemein, ist das. Ach, guck mal, da war eine Claudette. Komm, wo ist die? Der wird doch sofort wieder abgezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, die ist hier irgendwo in der Nähe. Ich wusste es, wie ist sie? Boah, diese Mann. Ah, nee, das war gar nicht Claudette. Habt ihr schon mal auf dieser Map gespielt?
Also diese Map mit Nurse. Oh, was? Den habe ich noch bekommen? Im Leben nicht. Oh, der Arme, der fühlt sich auch jetzt verarscht. Du siehst den einfach nicht, ne? Ich dachte, die würde nochmal zurückgehen. Die würde antäuschen. Schön die Wand anglotzen. Da. Da, diese böse Claudette. Ist hier noch jemand? Ich glaube, da ist wieder jemand am Gen. Also nicht hier, sondern da hinten. No? Bin ich so weit? Habe ich mich so weit teleportiert? Anscheinend ja. Oh, was? Was? Bin ich ein bisschen zurückgesprungen mit ihr? Okay, ich halte fest, Nurse und diese Map, nein. Mag ich jetzt nicht so. Nee, 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 nee. Das ist so krass, die verschwinden hier. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Leute, die spielen das richtig. Oh. Oh. Hat sich jemand nicht geheilt? Aber er war jetzt nicht verletzt, wa? Da war noch jemand. Die hat mich durch Sex sieht. Wo ist er? Die mit der Taschenlampe. Aber es gibt mir ein bisschen Zeit. Komm her. Es gibt mir ein bisschen Zeit, dass sie das macht, dass sie das macht und nicht zu den Gens geht. Oh, die Gens sind schon alle ziemlich weit, wa? Ich bin ja gleich weg. Ich bin ja gleich weg. Ich meine es alle erstmal. Aha, okay, das ist schon kaputt. Gut. Ich bin los. Tschüss. Den habe ich verkackt. Den habe ich definitiv verkackt. Oh, ich dachte. Oh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die schon geholt worden ist vom Haken. Die ist auch noch nicht tot, ne? Meine Herren. Ja, aber einer fehlt. Wo ist diese eine Person?
was? Oh mein Gott. Wagt des Todes? Einfach weg. Der wird einfach eins mit der Natur. Also ich finde die Map ja richtig cool eigentlich. Aber die sind so schnell hinter Steinen und hinter... Ich weiß nicht was, dass du die... Ich sehe die nicht. Ich krieg das nicht mit, wie die... Dann haben sie noch alle Sprint Boosts. So, wo soll er jetzt sein? Meine Güte. Oh, tut mir leid, wenn ich jetzt so viel fluche, ne? Aber das ist ja nur eine Scheiß-Map für sie. Ach, Spiel. Mensch. Dich haben wir bekommen. Aber ich glaube, dafür kriege ich jetzt ein. Dafür werden die jetzt einen Gen fertig machen. So, bitteschön. Boah, das war so knapp. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott, das war so knapp. Ah! Ich habe keine Ahnung, dass Ette hier ist. So, keine Ahnung, wie ich... keine Ahnung, wie ich ihre Schritte verfolgen konnte. Das hat jetzt irgendwie funktioniert. War da oben jemand? Nee. Das sah jetzt so aus. Herrlich, die ist auch tot. Und den Schlüssel? Gut, ich glaube, den finde ich jetzt hier nicht mehr. Wobei. Ah, guck mal. Der ist wahrscheinlich hier lang gelaufen. Ach, keine Ahnung. Oh, ich bin kein Spurenleser, so wie Daryl. Nope. So, ich sehe nicht, dass der Generator da oben läuft. Der läuft nicht, also... Gut für mich, dass sie jetzt alle so hier in der Nähe sind. Nicht so schön für die natürlich. Gut, die sind hier alle wirklich sehr nah, ne? Oh je. Ich glaube, keiner von denen wird einen Gen machen. Ich glaube tatsächlich, keiner von denen wird einen Gen machen. Die werden jetzt irgendwo in der Ecke sich verkriechen und warten, bis einer einen Fehler macht. Glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht. No! Wo bist du? Oh, da sind wir... Oh! So, wie soll's? Oh mein Gott, ah. Ich bin nicht so doof. Das gibt's doch nicht. Boah, ich mag die Map, ne? Aber... Halleluja.
So, hier verdammt nochmal enden die Fußspuren. Wo zum Teufel soll er sein? Hier vielleicht? Guck mal, die Fußspuren, die sind hier reingegangen. Die sind bis hierhin waren die. Und jetzt alles weg. Wahrscheinlich war er noch nicht mal hier. Okay, die hat einen Schlüssel. Ich habe nicht gesehen, dass sie einen Schlüssel gab. So, wie konnte ich den einen dort verlieren? Deswegen haben sie den, die Dinge nicht gemacht. Die, Generatoren. 28.000 trotzdem. Krass, ich habe den Schlüssel nicht gesehen. Sogar mit, ich habe gar nicht am Anfang in der Lobby gesehen, dass sie einen Schlüssel mit dabei hatten. Haben die gut gemacht, auf jeden Fall. Ich, bin immer noch verwirrt, wie ich diesen einen, David war es am Ende, glaube ich, in der Bretterhütte nicht. Wie konnte ich ihn verlieren? Wie konnte ich ihn verlieren? Ah, das muss ich mir noch. Das sind so Sachen, die schaue ich mir dann gerne nochmal selber im Video an, wenn ich das dann hochlade. Manchmal schreibe ich mir die Sachen auch auf, wenn es so ein paar mehr sind. Aber ich muss gestehen, ich bin nicht mehr so gut mit der Nurse, wie ich es mal war. Nein. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal Nurse gespielt habe. Ich glaube, es ist schon ein bisschen was her. Aber die Map hat es in sich. Also, ich hatte schon Angst, meine Fähigkeit zu verwenden, weil der Survivor ist immer ja in diesen Bambussträuchern verschwunden oder hinter Steinen oder hinter Wänden. Oder Wänden ist jetzt nicht das Problem, aber Steine, Gras, Sträucher, was auch immer. Boah, und du verfolgst die. Am Anfang habe ich ja noch meine Fähigkeit angewendet und die waren weg. Die waren wie, ja, als wenn würden die einzelne Natur werden. Also die Map ist hart. Und hätten die anderen alle Claudette gespielt, dann, oh mein Gott, das wäre nicht schön für mich. Oh, nee, das wäre nicht schön gewesen für mich. Das sage ich jetzt schon mal. Das weiß ich einfach. Und mit der Lobby dauert es leider wieder. Deswegen würde ich jetzt hier wieder einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der, nicht in der nächsten Folge, sondern in ein paar Sekunden. Für euch ein paar Sekunden. In ein paar Sekunden sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich glaube, ich habe heute kein Glück mit Nurse und mit der Map. Nein, ich glaube nicht. Auch nicht mit den Survivern. Ich glaube, wir haben jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, 3 Taschenlampen. Und 2 von denen haben kurz vor der Runde gewechselt. Yay. Wir schauen einfach mal, wie die Runde wird. Erhofft euch einfach nicht zu viel. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil, so, das habe ich tatsächlich extra gemacht. Ganz kurz. Oh, Taschenlampe. Ich bin so doof. Weißt du, ich sag das auch noch so ganz cool. Ja, die haben Taschenlampen dabei und ich, ja, okay. Ich guck mich nicht um und zieh die einfach. Tja, ne? Das ist nicht so schlau gewesen. Hier ist noch einer gewesen, das weiß ich. Einer ist nämlich hier reingelaufen. Dich habe ich gesehen. Oh. Die hat mich, da sehen wir eine Taschenlampe. Da haben wir die nächste Taschenlampe. Ich muss aufpassen, nicht, dass die alle Distracken mit haben, wa? Ich glaube nicht, dass sie weit weg ist. Oh, ich sehe gerade, ich habe kein Thanatophobia mit. Ich habe keine Oh! Okay. Warum auch immer. Das hätte ich mir auch erspart. Da ist übrigens die dritte Taschenlampe. Gut, ich muss jetzt gestehen, ich war jetzt in der Nähe vom Haken, weil ich wusste,
Hier ist noch jemand. Hing die gerade jetzt? Ne, die hing davor, ne? Die hing ganz am Anfang. Ja, alles klar. Tschüss. Die hing ganz am Anfang. Ich bin vorhin nicht weggegangen, nicht so weit weg, weil ich wusste, da ist jemand. Da war ja die... War das eine... Was war denn das? Eine Mac? Das war Knappowitsch. Ich glaube, eine Mac, nee. Ein Bild? Nee. Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Hi. Ah, ich wollte jetzt ein bisschen spielen, aber sie hat mit mir gespielt. Wo ist sie? Ich höre sie rechts. Die Fußspuren sind nur sehr vage zu sehen. Sie, das ist mir hier nicht ganz cool. Ey, ich wollte nur gucken, ob hier mal wieder Leute, ihr habt drei Taschenlampen mit und ihr spielt zu 100% zusammen. Natürlich gucke ich mich um, ob da jemand ist mit der Taschenlampe. Oh mein Gott, ah. Wobei, zwei spielen mindestens zusammen. Also zwei haben auf einmal den Charakter gewechselt und sind zur Taschenlampe, oder haben zur Taschenlampe gegriffen. Man heilt sich nicht mehr. Nee. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Runde. Eine sehr interessante Runde, ja doch. Ich finde interessant, dass man jetzt hier so einfach einen Disconnect macht. Aber man selber 10.000 Taschenlampen mitnehmen kann. Es ist ja nicht schlimm. Ich habe mittlerweile keine Probleme mehr damit. Ich finde Werkzeugkisten viel schlimmer als Taschenlampen. Bei Taschenlampen ist es mir so, bei mir so, ich lasse sie liegen und schaue mich um. Und guck einfach, ah, okay, ist hier jemand vielleicht, der jetzt gleich mit der Taschenlampe kommt. Und das hat mir so oft geholfen, sodass ich einfach... Ja, dass mir tatsächlich Taschenlampen egal sind. Manchmal vergesse ich die, wie jetzt am Anfang der Runde. aber da ist jetzt auch nichts passiert. Nee, ich glaube, das sind so Survivor dann, die sagen, boah, ja, jetzt gehen wir dir mal so richtig auf den Keks und verarschen die mal mit den Taschenlampen. Und dann funktioniert das nicht. Und dann sind die angepisst. Ist hier jemand? Beziehungsweise sauer, weil es nicht funktioniert hat. Oh! Oh! War die da in der Ecke? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Du hast auch eine Taschenlampe, ne? Böse Taschenlampe. Ne, hat sie gar nicht. Drei Leute hatten eine Taschenlampe. Ja, das wird jetzt ein Heidenspaß. Das wird jetzt lustig. Wobei, er ist verletzt. Vielleicht hören wir ihn ja. Irgendwo. Oder sehen ihn. Überraschungsteleportation. Jawohl! Ich bin jetzt wieder zurück zum Generator gegangen, weil der Bill am Anfang hier war. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird er zurückgehen. Er weiß, wie weit der Generator ist. Und die meisten Killer gehen nicht weg vom Generator und gehen an den gleichen wieder zurück, sondern machen dann ihre Runden. Und mit der Nurse ist es natürlich ganz einfach, zack, zack, und dann bist du dort. Ja, war eine sehr interessante Runde, aber tut mir leid für euch. Also ich hätte es ein bisschen spannender gemacht. Aber ich glaube, da wollten zwei einfach nicht mitspielen. Warum auch immer. Zwei hatten eine Taschenlampe mit.
Aber trotzdem hat die eine doch eine Taschenlampe. Dann hat die eine Taschenlampe mitbekommen im Spiel. Boah, ich hätte schwören können, es wären drei gewesen. Vielleicht hat die dann nochmal gewechselt, weiß nicht. Die zwei haben auf jeden Fall gleichzeitig gewechselt, das weiß ich. Und das war dann nicht so erfreulich. Gut. Wie gesagt, ich habe Ausschau gehalten nach der Taschenlampe und das mache ich immer so. Dass, wenn er da liegt, dann gucke ich erstmal, ob da irgendwo jemand bei der Taschenlampe ist. Oder was ich auch ganz gerne mache, ich gucke auf den Boden und täusche an, dass ich den auf den Rücken nehme. Das leckt gerade so ein bisschen. Ah, jetzt ist wieder alles in Ordnung. und das hilft mir. Da meistens kommen die dann oder du hörst sie irgendwo rascheln, dass sie irgendwie durch das Gras gehen oder so. Und dann weißt du, wo die sind und dann sind die weg. Dann sind die tot. deswegen sind Taschenlampen echt nicht mehr das Problem für mich. Außer ich vergesse die. So wie der Tat. Aber Kisten sind schlimm. Ich nehme auch lieber die mit der Kiste, anstatt die mit der Taschenlampe. Weil ich immer Angst habe, dass diejenigen mit der Kiste die Generatoren schneller machen. Die Taschenlampe hilft denen dann nicht, ne? Also diesbezüglich. Gut, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.